Fußball verbindet. Zum vierten Mal steht beim Trialog Champions Cup der Volkssport im Zeichen von Integration und Dialog. Die Wiener Austria spielt für ein starkes Miteinander gegen eine Auswahl christlicher, jüdischer und muslimischer Jugendlicher, unterstützt durch heimische Fußballprofis. Toleranz fällt beim Spiel einfach leichter. 90 Minuten gegen die Wiener Austria, 90 Minuten für Toleranz. Gegen den aktuell Tabellenzweiten ein Fußballspiel bestreiten und von Ivica Vastić gecoacht werden, das können nicht viele von sich behaupten. Auch wenn das Trialogteam 10:1 untergeht, für die christlichen, jüdischen und muslimischen Jugendlichen ist es ein unvergesslicher Abend, da sind sich die Veranstalter sicher. Wenn der morgen 25 ist, sitzt er morgen mit seinen Freunden und mit seiner Familie am Tisch und sagt, ich habe mit 14 mit Juden, Christen, Muslime gegen die Austria gespielt. Das ist ein Moment, den dieser Jugendliche ein Leben lang mitbegleitet und das Thema zu Hause ist. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen das Thema salonfähiger machen bei den Jugendlichen. Es soll diskutiert werden darüber zu Hause. 1000 Fans sehen in der Generali Arena eine Trialogauswahl, die bis zum Schluss kämpft und immerhin einen Ehrentreffer landet. Eine Ehrung gibt es auch für Toni Polster, der als Sportpersönlichkeit des Jahres ausgezeichnet wird. Die Einnahmen des Abends gehen zu einem Drittel an die christliche, die jüdische und die muslimische Gemeinschaft.